Hey und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich dachte mir, ich setze mich mal wieder vor die Kamera und erzähle ein bisschen was. Und zwar kann man es ja am Titel schon sehen, geht es um mein Auslandssemester, was jetzt dieses Jahr ansteht. Und ich habe einfach gemerkt, also klar, ich habe jetzt lange keine Videos hochgeladen, aber die, die ich hochgeladen habe, waren halt so, okay, ja, ich habe Lust auf YouTube, aber ich weiß nicht so recht, wohin mit mir. Und ich dachte mir, weil gerade dieser Kanal dadurch entstanden ist, dass ich im Ausland war und einfach meine ganzen Erinnerungen festhalten wollte, ist das doch jetzt mal wieder ein guter Ansatz, um wieder anzufangen. Sorry, mein Hund wandert hier die ganze Zeit rum und möchte Aufmerksamkeit. Auf jeden Fall bin ich unglaublich dankbar dafür, dass ich das durchgezogen habe und dass ich mich damals getraut habe, mit YouTube anzufangen und mein ganzes Jahr hier festzuhalten. Und ich gucke mir so, so gerne diese Videos wieder an. Und ja, ich dachte mir, für mein Auslandssemester, warum nicht dasselbe? Es ist, wird auf jeden Fall eine richtig tolle Erfahrung. Ich freue mich riesig darauf. Und ja, also wer weiß, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, wohin es geht. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, aber im Endeffekt, ja, mal gucken. Ich wollte ein bisschen erzählen zu meinem Programm, also wohin, was, warum, wie, wann und welche Uni natürlich und über die Kosten und über den Bewerbungsprozess. Und ich meine, wenn es irgendwen gibt, den das alles interessiert oder der noch irgendwie, oder wenn ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt zu dem Programm selber oder zu irgendwelchen Entscheidungen oder zu irgendwelchen bestimmten Sachen, die ich ansprechen könnte, mache ich das natürlich auch. Aber ja, fürs Erste wollte ich einfach mal so ein bisschen, ja, so eine kleine Einführung machen, auch für mich selber, so ein bisschen alles nochmal, was in den letzten Wochen passiert ist, sage ich mal, bevor ich offiziell angenommen wurde, festzuhalten, damit ich da auch dann so drauf zurückblicken kann und so. Genau, aber ich habe jetzt schon echt viel gelabert, deswegen ganz viel Spaß. Also ich weiß gar nicht, wo ich richtig anfangen soll, deswegen würde ich sagen, quatsche ich einfach mal drauf los und versuche meinem nicht vorhandenen roten Faden zu folgen, aber das klappt nie, deswegen ich erzähle einfach mal. ja, also wie ich gerade schon erwähnt habe, ich habe ja damals mit dem Kanal angefangen für mein Au-pair-Jahr und da bin ich in Amerika gewesen, das wissen wahrscheinlich alle, nichts Neues. Und ja, diesmal geht es für mich wieder nach Amerika, weil ich einfach mir das nicht wirklich vorstellen konnte, woanders hinzugehen. Also ich muss das auch sagen, während meines Au-pair-Jahres war das für mich so, ja okay, cool, Amerika, so Erfahrung wert und kann man machen. Aber so, das reicht dann auch, ne? So, dann bin ich dann wieder zu Hause und es ist okay und ich brauche dann... Dann reicht auch Amerika. Ja, Pustekuchen, über die letzten Jahre hat sich das alles so entwickelt, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich mir auch wirklich vorstellen könnte, dort zu leben. Es hat sich erst wirklich über die letzten Jahre, wo ich wieder zu Hause war, entwickelt, dass ich halt wirklich so dieses, also klar, ich glaube, jedes Au-pair vermisst Amerika irgendwo und das Leben und so, aber dass ich das halt wirklich, dass ich mir wirklich vorstellen kann, dort zu leben. Jetzt nicht irgendwie, weil das Leben in einer Gastfamilie so super ist oder so, sondern wirklich auch für mich selber, aber das ist eine andere Geschichte für eine andere Zeit. Aber fürs Erste wollte ich erstmal die Erfahrung mit College machen und amerikanischen Universitäten. Und klar, als Au-pair haben wir Credits gesammelt und waren auch an der Uni, aber es ist halt im Endeffekt auch nicht dasselbe, weil das ist nicht deine Vollzeittätigkeit. Und deswegen wollte ich das unbedingt machen und ich habe super viel recherchiert. Ich habe geguckt, ob ich das wieder über User mache, über eine andere Agentur, ob ich das privat mache, ob ich das über meine Uni mache und keine Ahnung was. Und im Endeffekt habe ich mich dazu entschieden, das über meine Uni zu machen, auch wenn da die Auswahl an Universitäten sehr begrenzt war. Aber die Studiengebühren werden erlassen und das war für mich ein sehr, sehr großer Faktor, weil ich kann mir leider den Spaß nicht leisten, in Amerika zu studieren und da dieses Geld auszugeben für ein Auslandssemester oder allgemein für ein Studium dort. Genau, und wenn man es halt, also ich glaube, es ist bei den meisten auch nicht so, zumindest bei uns so, wenn man das über die Universität macht und über das Programm unserer Universität werden halt die Studiengebühren erlassen. Und klar, es ist immer noch teuer, aber zu den Kosten komme ich gleich nochmal. Genau, also nochmal zu dem Vivo, was, wann, warum. Also Amerika, habe ich schon gesagt, für ein Semester dieses Jahr, das wird das Fall Term sein. Also ich werde im August ausreisen und im Dezember wiederkommen. Meine Classes fangen am 24. August an und enden, glaube ich, am 19. Dezember. Also ich
fliege noch in meinen deutschen Semesterferien quasi und komme wieder und habe dann immer noch ein bisschen Zeit, bevor mein sechstes Semester anfängt. Also ja, das ist dann mein fünftes Semester und das Fall Term. Und genau, ich mache das über meine Uni, über das Übersee-Austauschprogramm. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch ein Auslandssemester plant, aber es gibt ja Erasmus, was halt innerhalb von Europa ist. Wollte ich halt jetzt nicht so. Und es gibt den Übersee-Austausch. Also unsere Uni hat ganz, ganz viele Partner-Unis in Japan und China und die ganze Region. Aber da hat es mich jetzt auch nicht so hingezogen. Und deswegen, ja, sind wir in Amerika stehen geblieben und hängen geblieben. Und ja, wir haben in Amerika tatsächlich mehrere Partneruniversitäten, wie ich jetzt herausgefunden habe. Aber für mein Programm, also für das Bachelorstudium und nicht Praktikum oder Arbeiten oder sonst was, gibt es halt nur eine Uni zur Auswahl. Und das ist die University of Tulsa in Tulsa, Oklahoma, also im Süden. Das wird eine sehr, sehr andere Erfahrung, aber ich freue mich richtig drauf. Also wer meine PR verfolgt hat, weiß, ich war an der Ostküste in Connecticut, in der Nähe von New York, und ich weiß nicht, meiner Meinung nach ist halt der Nordosten Europa noch am ähnlichsten. Also die Menschen sind halt einfach alle noch ein bisschen anders als im Süden oder an der Westküste. Und deswegen, ich freue mich richtig drauf. Also ich würde mir wahrscheinlich Oklahoma jetzt so nicht aussuchen selber, aber ich glaube, es wird eine einmalige Erfahrung, und ich bin richtig gespannt, wie das mal so ist, so richtig in Amerika zu sein, so in the Midwest, wisst ihr, so im Süden halt. Also es ist ja nicht ganz, ganz Südstaat, aber Oklahoma nennt sich trotzdem Südstaat, deswegen lassen wir es mal gelten. Also ich glaube, es wird sehr, sehr, sehr interessant. Und genau, University of Tulsa ist eine private Uni. Ich weiß gar nicht, was ich da noch zu erzählen kann. Wir werden in den Dorms leben, und genau, also bevor wir ausreisen, machen wir ein Learning Agreement, wo wir aufschreiben, welche Kurse wir gerne machen würden und welche Kurse dann wie angerechnet werden können. Ich glaube, wir müssen 15 Credits machen, Creditpunkte, und ja, also ungefähr 5 Kurse, mehr oder weniger. Also wir mussten auch schon in unserem Motivationsschreiben Kurse angeben, die uns interessieren und so. Ich habe dann auch ganz viel recherchiert, und da gibt es so coole Kurse, und ich habe, glaube ich, angegeben, dass ich gerne TV-Writing machen würde. Was war das noch? Irgendwas mit Script-Writing, also es ist alles so in die Richtung, das ist was Ähnliches gewesen. Boah, ich weiß es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall kann ich dazu ja auch nochmal irgendwie vielleicht näher was erzählen oder ein eigenes Video machen. Also ich gucke einfach mal, wie der ganze Spaß hier ankommt, ob das überhaupt irgendwen interessiert, dass ich wieder nach Amerika gehe. Und dann kann ich nochmal darüber erzählen und gucken, welche Kurse ich mache und wie das im Endeffekt alles aussieht. Aber genau, es sind 15 Credits, und was kann ich denn noch erzählen? Ich habe schon wieder, ich habe mir eigentlich alles so mehr oder weniger ordentlich aufgeschrieben, aber im Endeffekt fallen mir dann hier Sachen ein und da Sachen ein, und dann sage ich das halt einfach. Also sorry, wenn das irgendwie richtig unübersichtlich ist, aber was soll's, ne? Ist ja auch mehr oder weniger einfach nur so eine Einführung und ein bisschen, um zu erzählen, was ich überhaupt vorhabe und wo es hingeht. Genau, das habe ich ja alles erzählt. Ich habe gesagt, University of Tulsa ist eine private Uni. Wir werden in den Dorms leben, 15 Creditpunkte. Genau, also ich kann über die restlichen Kosten ein bisschen was erzählen. Also ich habe mich für ein Stipendium beworben von unserer Uni aus. Das ist auch ein Punkt, warum ich das über die Uni machen wollte. Erstens werden die Studiengebühren erlassen. Zweitens gibt es ganz viele Stipendien, Auslands-BAföG, womit man sich unterstützen lassen kann. Und solche Sachen. Also das ist halt alles sehr, sehr viel schwieriger, wenn man das privat macht oder halt über eine Agentur, wo man dann halt auch noch Kosten für die Agenturen hat und so. Auch wenn ich super gerne wieder mit Ayusa irgendwie arbeiten würde und mit denen ausreisen würde. Aber ja, ich fühle mich natürlich auch super betreut durch meine Uni. Wir haben auch ein International Office, wo ich immer einen Ansprechpartner habe. Ich habe einen Professor, mit dem ich, bei dem ich jetzt auch einen Kurs hatte, der quasi so diese Kontaktperson ist und der Verantwortliche ist für diese Uni und für dieses Programm. Mit dem habe ich auch schon ganz viel geredet. Und ich bin auf jeden Fall super aufgehoben an der Uni und freue mich auch, dass das alles so mega gut läuft quasi.
Also das ist auch der einzige Weg, in dem ich es mir überhaupt hätte leisten können. Also weder Programmgebühren zu zahlen und halt die Möglichkeit zu haben, ein Stipendium von der Uni zu bekommen. Dann, also die haben uns so eine Liste gegeben, mit welchen, beziehungsweise die Liste kann man auf der Seite von der University of Tulsa einsehen, mit welchen Kosten man rechnen kann. Also es ist halt für das komplette Semester ohne die Studiengebühren und jetzt ohne irgendwelche Stipendien waren es, glaube ich, knapp $9,000 oder so. Für die, also es sind 4,5 Monate ungefähr, sind es halt €9,000 oder Dollar. Also es ist immer noch super viel, aber durch das Stipendium kann ich halt ein bisschen was bekommen und natürlich auch durch Auslands-BAföG. Und wir dürfen tatsächlich sogar bis zu 20 Stunden in der Woche auf dem Campus arbeiten, was halt auch voll cool ist und was ich auch, glaube ich, dann hoffentlich die Möglichkeit dazu bekomme, das zu machen, weil das wäre natürlich super und es ist auch eine gute Erfahrung, also warum nicht, ne? Bewerbungsprozess. Ich glaube, das könnte noch relativ interessant sein. Das war richtig Mental Breakdown für mich. Also das war echt, das waren ein paar harte Wochen, während ich mich beworben habe. Auf jeden Fall fing das eigentlich alles damit an, dass ich eigentlich meinen Studiengang wechseln wollte, letztes Semester. Wobei, nein, das fing nicht damit an, sondern ich wollte, also ich habe angefangen zu studieren und für mich war eigentlich klar, ich will unbedingt ein Auslandssemester machen, aber ich wollte es halt erst in meinem 5. Semester machen, was ja auch Sinn macht. Und, also das ist dann jetzt auch mein 5. Semester. Aber jetzt, als ich meinen Stundenplan fürs 3. Semester gemacht habe, also letztes Jahr im September oder so, hatte ich irgendwie voll den Breakdown und wollte wechseln und aufhören, also nicht aufhören, aber wechseln und hätte aber nicht wechseln können, weil ich das, was ich machen wollte, dafür hätte ich ein Praktikum gebraucht. Das heißt, ich müsste jetzt eh noch das weiter studieren und könnte dann erst nächstes Jahr anfangen, wenn man es nur im Winter machen kann. Hätte also ein Jahr mega verschwindet und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann ganz lange mit meiner Mama und mit Freunden geredet. Das ist alles super unwichtig. Ich weiß nicht, warum ich es erzähle. Auf jeden Fall, long story short, es war dann so, dass ich doch nicht gewechselt habe und doch weitergemacht habe. Und das hat sich dann alles so zusammengesetzt und halt alles gepasst, dass ich dann jetzt doch mein Auslandssemester machen kann. Und genau, und zeitig fertig bin und so. Und ja, auf jeden Fall hatte ich im November, glaube ich, eine Einführungsveranstaltung Weg ins Ausland. Da gab es dann super viel. Da gab es auch Erasmus, Erasmus Plus und Praktika und keine Ahnung was. Und für mich war halt eigentlich von Anfang an nur interessant Überseeaustausch und ich habe dann dazugehört und hatte dann, ich glaube, 3 oder 4 Wochen Zeit, bis ich meine Bewerbung abgeben musste. Also die Veranstaltung war und die haben die Deadline genannt. Das war, ich meine, das war der 30. November. Ja. Doch, ich meine, es war der 30. November, war die Deadline und das heißt, ich hatte irgendwie ein paar Wochen Zeit, mein Motivationsschreiben zu machen, Lebenslauf und alle möglichen Dokumente zusammenzusuchen und hochzuladen. So, das habe ich dann natürlich alles fleißig gemacht. Motivationsschreiben war ein Punkt meines Mental Breakdowns, weil es hat mich richtig fertig gemacht. Also ihr könnt meine Freunde fragen, ich habe, glaube ich, jeden Satz, den ich irgendwie nicht gut fand, habe ich 10 Jahre überdacht und geschaut, was ich da anders schreiben könnte. Also ich wollte es wirklich perfekt haben. So. Weil das Ding ist, in dieses Programm nach Amerika, ich meine, es sind nur 6 Leute, die angenommen wurden von unserer kompletten Uni. Und als ich halt mit meinem Professor, der Verantwortliche ist, dafür so darüber geredet habe, meinte er so, ja, bewerben Sie sich auf jeden Fall. Letztes Jahr konnten wir die Plätze nicht füllen. Und ich war so, was? So will denn niemand nach Amerika? Und keine Ahnung was. War halt total überrascht, deswegen war ich halt eher so, okay, locker, wenn die Plätze nicht füllen können, dann, ne, wird schon. Aber dann hieß es irgendwie so, dass dieses Jahr doch super viele Bewerbungen reingekommen sind und keine Ahnung was. Und es hat mich mega gestresst und ich wollte es auf jeden Fall perfekt haben. Und er hat dann auch drüber gelesen über mein Motivationsschreiben und war dann alles gut. Und ich habe irgendwann dann einfach einen Schlussstrich gezogen und habe es hochgeladen. Und Gott sei Dank ist da alles gut gegangen. Und dann hatten wir, glaube ich, eine Woche oder so Zeit, beziehungsweise eine Woche, wo wir nichts gehört haben und dann kamen die Interviews. Also so ein bisschen ähnlich wie der Au-pair-Bewerbungsprozess, weil wir hatten halt auch so ein Interview, einfach einmal mit der Verantwortlichen aus dem International Office und noch einem Professor, den ich aber nicht kannte. Auf jeden Fall saßen wir dann da und mussten, ja, es war halt auch so ein kurzes Interview, aber ich muss sagen, das war way more intense als mein Interview fürs Au-pair, ja, weil ich weiß nicht, da war das halt irgendwie ein anderes Au-pair sitzt mit dir und man kann sich da irgendwie so reinfühlen und das sind so entspannte Fragen und hier hat sich das schon so ein bisschen angefühlt wie so eine Prüfung so ein bisschen. Also ich fand es auch, ich
mochte auch irgendwie das ganze System von diesem Interview nicht, weil im Endeffekt, die haben uns in der E-Mail geschrieben, dass wir uns darauf vorbereiten sollen, Fragen zu beantworten zu unserem Vorhaben, also welche Kurse und vielleicht irgendwelche Volunteer-Tätigkeiten und allgemein, wir sollen uns zu dem Land, zu der Sprache und zu dem Staat und zu der Uni informieren. Und so habe ich natürlich alles gemacht, keine Frage. Aber dann hatte ich das Gefühl, die einzige Frage in diesem Interview war, ja, warum denn TOSA und was fasziniert dich da so sehr dran? Und ich finde es halt so ein bisschen unfair, diese Frage zu stellen, weil im Endeffekt ist es halt die einzige Möglichkeit für uns von der Uni aus nach Amerika zu gehen. Und das ist dann halt so ein bisschen, also klar, lüge ich jetzt nicht und sag ja, keine Ahnung, TOSA ist meine erste Wahl gewesen, was weiß ich was, aber im Endeffekt sagt man dann auch nicht, also man sagt ja auch nicht ehrlich so, ja, ich hatte keine andere Wahl. Deswegen, ich weiß nicht, ich hatte halt auch, konnte mein Interview danach gar nicht einschätzen, weil ich überhaupt nicht wusste, okay, so habe ich jetzt die richtige Antwort gegeben, war das das, was die hören wollten? Also ich habe versucht, irgendwie so ein Zwischending zu finden und nicht zu viel zu schleimen, aber auch nicht zu viel, nicht zu locker zu sein. Aber wie gesagt, ich fand es halt so ein bisschen komisch, weil im Endeffekt haben die gar nicht gefragt, also so schon so ein bisschen gefragt, so was mein Vorhaben ist. Aber im Endeffekt war es eigentlich nur so, ja, kennst du dich mit Oklahoma aus und was willst du eigentlich machen in TOSA und warum TOSA und warum das Wintersemester und keine Ahnung was. Also so Sachen und das fand ich halt so ein bisschen, naja, aber egal, ich war dann halt danach so ein bisschen, konnte es nicht so richtig einschätzen. Konnte ich halt nicht ändern dann, ich war dann da raus. Es hat auch vielleicht 5 Minuten gedauert, es war überhaupt nicht lange. Die waren halt beide auch so ein bisschen gestresst, weil die alle interviewen mussten und so. Aber gut, das war das Interview. Und dann war ich halt wirklich so ein bisschen, okay, das, also ich konnte halt mich nicht so wirklich, also klar konnte ich mich vorbereiten, aber im Endeffekt weiß man halt nicht, welche Fragen kommen. Und beim Motivationsschreiben, so, das kann man, da kann man ständig drüber lesen und so weiter. Das ist halt irgendwie, da habe ich mich sicherer gefühlt als halt bei diesem Interview. Also das Coole ist, dass ich, also ich kenne noch aus meinem ersten Semester, habe ich ein Mädchen kennengelernt und die habe ich dann, als ich beim International Office gewartet habe, für die Sprechstunde habe ich sie wieder gesehen so und sie kam mir mega bekannt vor und dann sind wir ins Gespräch gekommen und haben uns beide wieder daran erinnert, dass wir uns ja eigentlich kennen. Es war ganz lustig und sie bewirbt sich auch für, also sie hat mir dann auch erzählt, dass sie sich für Amerika bewirbt. Und das fand ich halt auch cool, weil so dann ist man schon mal nicht so ganz alleine, sage ich mal. Also was mir natürlich auch nichts ausmacht so im Endeffekt, aber ist trotzdem irgendwie schon ganz nett. Ja, auf jeden Fall nach diesen Interviews, das war dann, ich glaube, der 13. Dezember oder so, irgendwie so die Richtung. Oder der 15., ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall so um den Dreh Mitte Dezember, kurz bevor die Vorlesungsfreizeit, aber Weihnachtsferien angefangen haben. Und die haben aber gesagt, die werden uns auf jeden Fall noch vor Weihnachten Bescheid sagen, weil bis zum 15. Januar musste man sich für das Promostipendium von unserer Uni bewerben, damit wir halt uns schon mal darauf vorbereiten können und über die Ferien schon Bescheid wissen, ob wir angenommen sind oder nicht. So, ja. Und ich die ganze Zeit natürlich voll am Rad drehen, Mental Breakdown hier und da und voll aufgeregt. Und dann an irgendeinem Abend schreibt mir halt dieses Mädchen und sagt mir so, ja, ich habe gerade die E-Mail bekommen, ich bin angenommen. Und ich so, boah, cool, die haben die E-Mails rausgeschickt. Ich check meine E-Mails, keine E-Mail. Leute, ich glaube, ich war für eine Stunde der depressivste Mensch auf diesem Planeten. Also ich war so traurig und so fertig, weil ich mir zu 1000% sicher war, dass die jetzt allen schon die E-Mail geschickt haben, die angenommen wurden und die Ablehnungen kommen dann irgendwie ein bisschen später oder morgen oder so oder keine Ahnung was. Ich war mir zu 100% sicher, weil warum sollten die nicht die E-Mails irgendwie gleichzeitig verschicken oder irgendwie in einem Zeitraum von vielleicht 20 Minuten oder so, falls sie das irgendwie alles einzeln abtippen. Aber das war dann irgendwie so, halbe Stunde ist vergangen, eine Stunde ist vergangen, anderthalb Stunden sind vergangen. Und ich glaube, nach 1,5 Stunden oder nach 1 Stunde 20, ich weiß noch ganz genau, habe ich halt nochmal meine E-Mails gecheckt, weil ich wollte dann schon wissen, ob sie vielleicht mich auf Sommersemester verschieben wollten, weil die haben auch in einem Interview gefragt, so, ja, wärst du auch bereit, im Sommer zu gehen, weil die haben super viele Bewerbungen bekommen. Und ich habe halt so gesagt, so, ja, eigentlich nein, im Prinzip, also ist auch unwichtig. Aber ich war mir eigentlich sicher, dass entweder habe ich eine Ablehnung bekommen oder die versuchen mich irgendwie auf den Sommer zu verschieben. So ja, Stunde vergeht, keine Ahnung wie viel Zeit und ich check nochmal meine E-Mails und ich sehe in diesem Postfach, ja,
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass dass Ihre Bewerbung erfolgreich war. Und mir sind Millionen Steine vom Herzen gefallen. Ich war so glücklich, also wirklich so meine ganze Stimmung, mein ganzer Modus, meine ganze Energy ist von 0 auf 100 einfach so geswitcht und ich war so happy, ihr versteht nicht. Also das war wirklich Highlight, das war wirklich, ich glaube es war ein Highlight meines Jahres, letztes Jahr. Einfach diese, zu wissen, dass es jetzt safe ist, dass ich wieder nach Amerika gehe, dass ich wieder dort leben kann und jetzt nicht irgendwie Urlaub mache oder so, aber dass ich wieder so eine richtig coole Erfahrung vor mir habe und wieder ein neues Abenteuer, auf das ich mich freuen kann und so. Ich habe mich so sehr gefreut, also das ist der Wahnsinn. Ja, war auf jeden Fall richtig, richtig dankbar, dass das geklappt hat und so. Und ja, dann ging es an die zweite Bewerbungsphase, nämlich für Promos fürs Stipendium. Und das war auch nochmal ein bisschen Mental Breakdown, weil da musste ich auch mein Motivationsschreiben anpassen und so. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, also ich krieg im Laufe der nächsten zwei Wochen Bescheid, ob ich das Stipendium bekommen habe. Die von dem letzten Jahr, die in Amerika waren, haben es alle bekommen, also alle sechs oder wie viele Leute die waren. Deswegen, fingers crossed, dass ich das auch bekomme. Und ja, mehr gibt es, glaube ich, eigentlich gar nicht zu erzählen momentan. Das ist der neueste Stand. Ja, ich bin sehr, sehr glücklich momentan, dass ich diese Bestätigung habe. Und wir haben jetzt auch endlich die E-Mail bekommen von der Verantwortlichen in Tulsa, von unserer Kontaktperson aus deren International Office. Und ja, da muss ich jetzt auch auf der Seite von denen quasi, also von der Uni, von der University of Tulsa, mein Profil anlegen und alles mögliche und da, also das gehört jetzt auch noch zur zweiten Bewerbungsphase da, die brauchen auch noch alle möglichen Dokumente, 10.000 Sachen, aber das habe ich jetzt noch nicht angefangen, weil da habe ich noch Zeit bis zum 1. Mai, das mache ich ganz in Ruhe, wenn meine Klausuren vorbei sind und so. Deswegen, so viel dazu, ich habe jetzt ultra lange geredet und ultra durcheinander, es tut mir leid. Vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo ich einem roten Faden folgen kann in einem meiner Videos, aber der Tag ist nicht heute. Aber ich wollte es einfach alles mal festhalten und einfach mal erzählen und vielleicht, wie gesagt, steht irgendwem auch ein Auslandssemester bevor oder irgendwer interessiert sich für ein Auslandssemester in Amerika und fragt sich, wie das so ist. Ich studiere an der Uni Siegen, falls es irgendwen interessiert. Habe ich auch mal erzählt und genau, also University of Tulsa ist unsere Partner-Uni und genau, so viel dazu. Also ich denke mal, ich werde dazu oder zu dem ganzen Thema auf jeden Fall noch einige Videos machen, selbst wenn es niemanden interessiert. Im Endeffekt mache ich das auch größtenteils für mich, um darauf zurückzuschauen und ja, das war jetzt so ein bisschen wie so ein Tagebuch eintragen. Ich habe halt so ein bisschen erzählt, wie es mir so geht. Wenn irgendwer irgendwie noch eine bestimmte Frage hat oder irgendwie eine Idee hat, was ich auf jeden Fall erzählen könnte oder was ich für ein Video machen könnte, also keine Ahnung, es wird halt zum Beispiel dasselbe Visum sein, was ich bekomme, ob es irgendwie interessiert, wie der ganze Prozess ist, nochmal ein bisschen geupdatet. Also ich glaube, ich habe mich damals auch nur hingesetzt und erzählt, wie das so war. Vielleicht kann ich da ein bisschen mehr machen oder so. Ja, aber fürs Erste wollte ich einfach mal ein Update hochladen, Update machen, ein bisschen erzählen, in welche Richtung mein Leben gerade geht. Und ja, back to the roots, back to the US. Ich freue mich sehr und ich glaube, ich habe jetzt genug geredet. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt und nicht gestorben seid vor Langeweile, weil ich so viel rede. Aber genau, Dankeschön und wer weiß, wann mein nächstes Video kommt und was ich dazu erzählen habe. So viel dazu und goodbye!